Heute stelle ich euch im keltischen Baumhoroskop die Iberesche vor. Und diese steht unter dem Begriff das Feingefühl. Und damit grüße ich euch herzlich. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 1. bis 10. April und vom 4. bis 13. Oktober. Für die Kelten war die Iberesche der Baum des Feingefühls und für das Leben. Die Druiden benutzten diesen Baum für ihre Orakelarbeiten. Und um ihre Orakelstätten wurden die Ebereschen gepflanzt, damit der Schutz vor Unheil gesichert war. Den im Zeichen der Eberesche Geborenen sagt man eine flexible Art, aber auch das Bedürfnis zur Harmonie nach. Sie können überall Wurzel schlagen, wie ihr Baum in der freien Natur. Eine Heimat können sie überall finden, an unterschiedlichen Orten. Auch wenn sie nicht als kräftig erscheinen, sind sie doch sehr stark und meistern ihre Schicksalsschläge. Sie sind bemüht, ein ausgeglichenes, freundliches Verhältnis zu pflegen. Eberesche-Geborene sind hungrig nach Bildung, aber auch balance-suchende Menschen. In der Liebe sind sie liebevoll, romantisch und ausgeglichen. In der Partnerschaft wird ihre Harmoniesucht bereichert. Trotz aller positiven Eigenschaften sollten die Eberesche-Menschen auf ihre Seele achten, da sie gern ausgenutzt werden. In medizinischer Sicht ist auch Achtung auf ihre Haut ratsam. Ihre Bildung und Umsicht ist ihre Stärke, wie auch ihr Organisations- oder Verhandlungsgeschick. Als Vermittler oder Diplomat sind sie sehr geschickt und angenehm. Schwierig für ihre Mitmenschen ist ihre Entscheidungsdauer, da der Eberesche-Geborene für eine Entscheidung eine längere Zeit braucht als andere. Das liegt daran, weil sie immer die Balance zwischen den Dingen suchen. Doch letztendlich ist es wichtig, dass der Eberesche-Geborene ein fairer und sozialer, kompetenter Mitmensch ist. Das macht ihn so sympathisch. Ja, das ist also der Eberesche-Geborene. Und als nächstes geht es weiter mit dem Ahorn. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.